Schönen guten Abend. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach der Partie 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Köln. Wir begrüßen natürlich den gegnerischen Coach Hans-Ole Solbakken und unseren Coach Marco Kurz. Und ich bitte Herrn Solbakken um seinen Kommentar zum Spiel. Ja, ich denke vor dem Spiel und ich denke auch nach dem Spiel, das ist ein sehr schwieriges Spiel für uns. Aber ich denke, dass wir haben 60 sehr gute Minuten gegen Schalke gespielt letzte Wochenende. Das ist leicht zu vergessen nach einem 1-4 verlorenen Spiel. Wir haben auch gut gespielt für eine lange Periode in Wolfsburg. Das ist auch leicht zu vergessen. Und diese Woche bin ich auf, wenn du sprichst über Köln, ein ganz großes Theater. Und das finde ich gut, dass wir heute war die bessere Mannschaft 11 gegen 11. Wir waren die bessere Mannschaft 11 gegen 10. Und ich finde, dass die Sieg war sehr verdient. Es ist niemals leicht zu spielen hier und gegen eine sehr kompakt, hart arbeitende Kaiserslautern-Mannschaft auf. Das, ich finde, eine sehr gute Mannschaft in den letzten, ich glaube, 3-4 Spieltagen. Ich habe Kaiserslautern gesehen am Video und diese Mannschaft hat sehr gut getan. Und ich freue mich, dass die Spieler hat sehr gut gespielt heute und 3 Punkte. Und dann, ja, dann kann wir versuchen, in Ruhe zu arbeiten für das nächste Spiel. Heimatspiel gegen der HSV. Ja, so. Vielen Dank, Herr Solbakken. Marco Kurz, Ihr Kommentar bitte. Ja, ich denke, für uns natürlich ein enttäuschendes Ergebnis. Ja. Und ich glaube auch, dass die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, wir wussten, mit einem sehr positiven Auftreten, vielleicht auch mit dem daraus dann erarbeiteten Ergebnis, können wir auch einen weiteren Schritt gehen in die richtige Richtung. Aber wir hatten die Vorgabe, wirklich einen Gegner früh unter Druck zu setzen, das Publikum auch mitzunehmen. Und das ist uns von Beginn an nicht gelungen. Ja, wir waren nicht mutig genug, diesen Weg nach vorne zu gehen, vielleicht auch den gesamten Verbund nachzuschieben. Insofern ist Köln schon zu Beginn immer wieder gefährlich gewesen in der Umkehrbewegung, was wir auch wussten. Das haben sie tolle Leute im Offensivbereich. Trotz alledem war es unterm Strich bis zur gelb-roten Karte so, dass man es hätte noch korrigieren können. Ja, und durch die Unterzahl ist das natürlich nicht so gewesen, dass wir das Konzept hätten weiterfahren können. Und insofern ein verdienter Sieg für Köln und für uns natürlich dementsprechend eine große Enttäuschung nach diesem Spieltag. Danke. Danke, Marco Kurz. Wenn Sie Fragen haben, bitte ich um Handzeichen. Das Mikro wird Ihnen dann gereicht. Der Herr in Grün in der ersten Reihe. Herr Kurz, Sie hatten nach der gelb-roten Karte Richtung des Trainerkollegen gestikuliert. Was war da los? Was hat Sie so echauffiert? Ich bespreche das dann mit dem Trainerkollegen. Das haben wir getan. Und insofern ist das auch eine Sache, die Sie nicht zu interessieren hat. Das besprechen wir dann und dann ist das auch ausgeräumt. Weitere Fragen an einen der beiden Coaches. Oliver Sperk von der Rheinpfalz. Herr Kurz, Ihre Einschätzung zu dieser gelb-roten Karte? Ja, wie immer akzeptieren wir Schiedsrichterentscheidungen, aber ich glaube, sie war schon knallhart. Letztendlich halten wir uns aber nicht darauf auf, sondern akzeptieren den Moment. Ja, für den Jungen ist das natürlich.